Wieso hast du so ein altes Handy? Das ekelt mich an. Kannst du dir nicht mal ein neues leisten? Kannst du nicht einfach heimgehen? Du nervst. Nein, ich habe gerade entschieden, dass ich bei dir übernachten werde. Dann machen wir einen Beauty-Abend. Das brauchst du dringend, weil du bist so hässlich. Genau wie dein Hamster. Den solltest du mal in die Mikrowelle tun. Dass es einen Mord gegeben hat. Können Sie vielleicht etwas mehr davon erzählen? Also, sie ist ohne Melanie tot am Boden gelegt. Ja, das tut mir leid. Aber ich würde Ihnen gerne weiterhelfen. Könnten Sie vielleicht Ihre Mama sagen und was Sie zuletzt Tag gestern gemacht haben? Ich heiße Chiara Bischof. Und Melanie ist mit Nachbarin zu mir zugekommen. Und ja. Notierst du alles? Mhm. Wann haben Sie Melanie das letzte Tag gesehen? Also, ich bin halt um 10 ins Bett gegangen. Und nachher war Melanie noch eine Runde. Hat sich geschminkt und mein Bruder in seinem Zimmer. Könnten Sie vielleicht Ihre Brüder schnell holen? Grüezi. Tag. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich bin nicht ins Wohnzimmer. Bin in die Küche gegangen, um etwas zu essen. Wann haben Sie das alles gemacht? Bis am 11. Warum? Das ist auch sie. Danke, wir werden uns zum Kommen. Dean, was haben wir nur gemacht? Hey, es hat doch Spass gemacht, die Ziege umzubringen. Es ist aber nicht richtig so. Ja, das ist nicht richtig, jetzt hat Xavier. Nein, es war nicht der Bruder. Wieso nicht? Es passt irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war Chiara. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat uns angeschaut. Es wäre ein riesiger Aufwand für sie. Ja, aber du kennst ja die Mörder. Ja, wieso ausgerechnet sie? Ich meine, ganz viele Mörder machen das. Ja, aber... Wir müssen Simon ausspionieren. Alles allein machen. Nein! Hi, Mami, wir sind wieder da. Ich bin in die schön friedlichen Mathe. Hi, Mami. Hi, Papi. Hi. Alles gut. Du musst spielen. So, Schiri.